So, herzlich willkommen zu Star Wars. Star Wars The Show. Star Wars Stammtisch. Star Wars. Ja, Star Wars. Könnte ich jetzt so machen wie Bully. Bully Herbig. Bully Parade. Star Wars Parade. So ungefähr könnte ich das jetzt hier machen. Nein. Ich bin natürlich voll in Arbeit und es war New York. Es war Vanity Fair. Es waren die Vorstellungen der neuen Figuren, die ihr da sehen könnt. Es sind einige Plastikfiguren neu auf dem Markt. Hasbro Lab bringt auch ein neues großes Teil in 3,75 Inch mit sehr vielen Figuren schon im Inhalt. Und ja, Star Wars ist in. Warum heute so ein Clip? Heute so ein Clip, weil am 13. April, kein Scherz, kommt Star Wars. Erstmal digital und am 27. März kann man dann endlich seine DVD, Blu-ray und so weiter kaufen. Ja, aber ich habe hier, ihr merkt hier, und ich habe hier die Hand drauf, ich unbox heute. Ich freue mich, dass ich heute nochmal Restware bekommen habe, denn ich hatte ja vorgestellt und einige hatte ich ja in der Hand. Und die sind jetzt gerade eben gekommen. Ihr seht da auch schon, dass ich da noch Arbeit liegen habe. Ich bin stolz drauf, dass ich sie doch noch bekommen habe. Einmal Finn in seiner Uniform, in der Elite-Version, Metall. Die wiegen einiges, die sehen klasse aus. Warum gefallen die mir? Warum gefallen mir diese Figuren? Ganz einfach, weil die Schauspieler wirklich ähnlich sind. Ich habe jetzt einige Plastische an der Wand. Auch er hier, Poe, Dameron, ist 100% echt. Ja, ist auch schwer, sieht auch gut aus. Wirklich, er sieht ihm ähnlich. Darum macht mir das Spaß, solche Figuren zu sammeln bzw. solche Figuren vorzustellen. Hier ist jetzt nur noch Ware drin, weil jetzt weiter produziert werden muss. Wir arbeiten ja an der Digitalsache. Wir haben hier reichlich Sachen jetzt, die hier verarbeitet werden müssen. Wir sind hinten in der Produktion und die Kamera läuft. Da habe ich gesagt, komm, gib mal eben. Der Postbote war auch gerade da. Daraufhin, komm weg damit. Also wie gesagt, ich empfehle die Elite-Figuren, die sehr stabil sind, die sogar 30 Knickpunkte haben, die wirklich voll beweglich sind. Wie ihr seht, werde ich sie nicht auspacken. Ich werde sie natürlich sammeln und ich werde sie irgendwann nochmal vorstellen, wenn alle da sind. Es wird eine Menge geholt werden, die so wie da auch zu sehen ist. Ja, einmal der Finn, ja, nennt sich ja 2187 FN. 2187, was für ein Name? Nee, ich nenne dich Finn. Okay, die beiden habe ich jetzt auch. Ich finde es toll. Ich mag so die Filme so nachzustellen. Dioramen habe ich jetzt leider keine Zeit für. Werde ich sicherlich auch irgendwann mal im Schaufenster aufbauen. Ihr seid weiterhin total recht herzlich willkommen als Kunde, als Online-Freunde, hier bei der Gruppe, hier im Filmclub und so weiter. Ja, wir sind auch ein bisschen traurig, dass es 3D zu Hause nicht mehr gibt. Wenn da ein Gerät mal kaputt geht, dann hat man wirklich kein 3D mehr. Dann liegen die CDs da rum. Ja, ist leider so. Also mir gefallen die Figuren, hochgradig glänzend, gut gemacht. Man kann die jetzt vielleicht noch, er hier ist richtig schön matt. Ja, und er ist hochglänzend, seine Uniform ist hochglänzend als Trooper. Und das sieht einfach nur super aus. Ja, jetzt muss ich noch schauen, dass ich noch andere Thematen zusammen finde, die man hinstellen kann. Vielleicht Han Solo mit Kylo. Kylo nicht unbedingt. Aber vielleicht mit Rey. Ja? Ja. Und jetzt kommt wieder Besuch und jetzt muss ich wieder ausmachen. Wir müssen wieder arbeiten. Viel Spaß. Ciao. Morgen. Einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Also wie gesagt, wir haben uns doch noch hier, habe letztens schon vorgestellt, hier den Kylo Ren nochmal entschieden. Ja, Kylo Ren. Jetzt müsste der Gegenspieler noch kommen, die Rey. Dann wie gesagt den Poe. Ja, Poe hat ja auch mit ihm Ärger gehabt. Kann man also auch kombinieren. Und dann natürlich den Finn dazu packen. Ich hoffe, kommt richtig gut rüber. Man muss immer aufs Licht achten. Also glänzt ziemlich stark. Also die drei haben wir schon. Und die werden jetzt aufgestellt. Und mal schauen. So, ihr seid weiterhin willkommen am Star Wars Stammtisch, über Figuren zu reden, über solche Figuren zu reden. Die sind jetzt brandneu, noch nie so dafür interessiert, weil ich nahm immer an, die sind aus Plastik oder so. Und plötzlich hatte ich ja, wie gesagt, eine Figur in der Hand. Denk, wie schwer ist denn die? Und die wiegen einiges. Und müsste ich mal auf eine Wiege legen, Waage legen. Also ist hier diese Elite-Serie mit 30 Knickpunkten und detailgetreu,
Und was mir so richtig Spaß macht, ist, dass die Figuren dem Schauspieler wirklich ähneln. Wir haben also reichlich Hasbro-Figuren da hängen, die sehen dir nicht ähnlich und deswegen mögen die Kunden den auch nicht. Also sieht zwar aus, wie er aussieht, aber ist nicht so. Ne? Und die neuen Figuren, wie gesagt, die neuen Figuren, die heute ist der letzte Tag in New York, die da vorgestellt wurden, soll so ab April, Mai erscheinen. Also ab April, Mai werde ich dann sicherlich einige Figuren dann hier vorstellen. Und wenn ich die dann auch in Metall bekommen könnte bei Disney. Disney hat keine vorgestellt. Das war nur Hasbro und was die da in ihrer Kollektion haben. Hasbro zeigt die also. Ne? Ja. Und ja, er sieht ihm ähnlich. Und auch Finn, beziehungsweise der Schauspieler, FN2187, sieht ihm auch unheimlich ähnlich. Gefällt mir. Ja, die kommen, wie gesagt, in die engere Auswahl des Fensters. Die kommen in den Fenster, die sollen, die können die Kinder sich dann so anschauen, wenn sie so bei, vorbeilaufen. Wir haben so ein, kleines, so ein Spezialfenster gebaut, wo die Figuren demnächst stehen werden. Jetzt stehen sie erstmal da vorne, hinter mir. Könnt ihr welche da noch sehen, die Blu-ray, also die blaue Serie. Das ist jetzt die rote Serie. Ich werde gleich noch ein bisschen stöbern, ob ich da noch ein paar andere bekomme, weil so leicht ist es nicht, an die Figuren heranzukommen, weil Disney hat diese Figuren nicht so im Programm. Man müsste die Stores, in Köln gibt es einen Disney Store, müsste man eben hinfahren, gucken, online werden die jetzt nicht so angeboten. Ja. Ich kenne auch den richtigen Preis jetzt nicht, ich habe sie mir jetzt von jemand anders kommen lassen, der mir einen guten Preis gemacht hat. Einige sind teuer, da fragt man sich, ob man die wirklich abgeben sollte, weil man dann 1:1 abgibt oder sogar Geld dabei gibt, wenn man sie abgibt. Muss man schauen. Ich kaufe die also jetzt nicht ein, um die zu sammeln, aber wie gesagt, die gefallen mir. Und eine Zeit lang stehen sie ja dann hier auch. Kann sein, dass sie auch Jahre hier stehen. Und dann gehen sie irgendwann mal als Geschenk an jemand anderen, der sich dann daran erfreut, dass er diese Figur dann erhalten hat. Weil so eine Metallfigur auf seinem Schreibtisch, das macht was. Also das sind so Sachen, die ich mir gerne irgendwie auf dem Schreibtisch stelle, aus Vollmetall. Es gibt natürlich noch schönere Figuren, aber 1000 Euro für eine Figur gebe ich jetzt nicht aus, nur damit die auf dem Schreibtisch steht. So eine Figur bis allerhöchstens 100 Euro, das ist mir ja noch gefallen aus Metall, die ich mir dann auf den Tisch stelle. Ja, so, ne, so. Ja, aber nur gewisse Leute stellen sich das auf ihren Bürotisch. So, es gibt wirklich Fans, die wirklich sowas sammeln, die wirklich immer sammeln. Die gibt es, aber nur nicht hier. Hier ist die Star Wars freie Zone. Hier passiert nicht viel. Der Stammtisch bleibt, die Filmecke bleibt. Wir arbeiten dran. Irgendwann können wir sicherlich mal in ein Kino gehen oder irgendwann machen wir mal eine Star Wars Session. Dann gibt es ja so genügend Filme. Ja, dann haben wir ja erstmal die alte Serie, aber auch die neue. Und die neue gefällt mir, weil die neu ist. Star Wars ist neu, die Figuren sind neu, die Gestaltung ist neu, die Regie ist neu, die Aufnahme ist neu, die Tricktechnik ist zwar die alte, aber gut gemacht. Ja, wenn man so ein Auto sieht, was nachher fliegt, was vorher fuhr, was sie sich dann so einfallen lassen, da noch hineinzubasteln, tricktechnisch, also macht schon Spaß. Ne? Und er hat ja gefragt, ob er länger dabei sein durfte. Er darf und er ist. Wie lange er dabei bleiben wird, weiß man auch nicht. Und nach 9 weiß man schon mal gar nicht, was auf uns zukommt. Also im Jahre 2020 kommt eine Serie, 2020 kommt das Resort. 2020 ist Disney auch wieder auf dem Markt und hat nicht nur den Resort und hat nicht nur das Hotel, Serie und Stream-TV, nein, dann kommt auch wieder die Convention. Ja, 2019 kommt auch wieder die Convention und dann wollen wir mal gucken, was da abgeht, wer da aufkreuzt, wer da spricht und was da abgehandelt wird, weil dann stehen wir kurz vor E9. So, E9 ist dann diese Trilogie zu Ende, wo auch schon die Schauspieler gesagt haben, dann werden wir wohl dort nicht mehr weiter zu sehen sein. Nach 2020. Wer weiß. Wir wissen ja auch nicht, ob andere Schauspieler da irgendwelche Rollen bekommen. Im Moment ist ja alles noch in der Luft. Im Moment wurde uns nur Regie, Regie, Regie erklärt. Ja? Game of Thrones. Black,
Runner, ja, genau, Black Runner, Blade Runner. Und all solche Sachen. Ja, dann will der eine Trilogie noch machen, er will noch eine Trilogie machen, eine Serie soll kommen. Wow, wow, wow. Ja, das ist aus dem Amerikanischen jetzt übernommen, aus dieser Show. So, das waren die News von mir jetzt hier. Ich baue die jetzt auf hier. Die drei habe ich ja jetzt schon. Ne? Das ist die rote Serie. Ja, die rote Serie. Die sehen verdammt gut aus. Und ihr merkt es, wiegt. Jetzt habe ich schon drei metallische in der Hand. Doch, wiegt. Wie viel die jetzt wiegen, weiß ich nicht. Ich habe die Grammzahlen nicht im Kopf. Wer es weiß, kann drunter schreiben. 30 Gramm, 50 Gramm, 100 Gramm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie schwer die sind. Aber jedenfalls, jetzt so in der Hand festgehalten, wiegen diese drei Figuren schon eine Menge. Und es macht aber auch Spaß, die zu haben. Und ich werde also schauen, ob ich noch mehr von diesen Figuren bekomme. Somit wird auch das Schaufenster viel, viel schöner, wenn man so dran vorbeigeht. Na, so ein Star Wars Fan ist. Dann kommt man auch hier rein, schaut sich die Star Wars Figuren an. Ich versuche, wie gesagt, die allerneuesten versuche ich zu bekommen. Und die werde ich dann 2019 anbieten zum Verkauf. Wenn ich sie günstig bekommen sollte. Sollte ich sie zu teuer bekommen, dann, naja, dann sind das erstmal Ausstellungsstücke. So, das sind jetzt erstmal Ausstellungsstücke. Ob die jemand kauft, weiß ich nicht. So, herzlich willkommen in der Star Wars freien Zone. Hier bei uns. Hat richtig Spaß gemacht, dass ihr zugeschaltet habt. Macht's gut.